Hallo meine Lieben, ich begrüße euch zu einem neuen Video von mir und zwar zeige ich euch heute, was ich alles auf der Pferd International eingekauft habe. Ich bin jetzt gerade eigentlich vor der Pferd International in München heimgekommen, heute ist Samstag und ich habe ja einige von euch da getroffen und ja, ich bin immer noch mega baff. 100 Autogrammkarten mir mitgenommen und habe mir gedacht, ja, ich bin ja eigentlich nur so eine ganz kleine Ameise, das passt schon und dabei, also ich habe echt zu wenig dabei gehabt und ja, bin echt immer noch total baff und mich freut es wirklich, dass ich so viel von euch kennenlernen habe dürfen. Natürlich, es wird bald wieder so eine Gelegenheit geben, dass ich einfach ein paar von euch kennenlerne. Ich bin eigentlich wirklich richtig kaputt, der Tag war echt anstrengend, die Sonne hat runtergeprallt und ja, es ist einfach doch schön, aber anstrengend und wie gesagt, ich bin jetzt gerade heimgekommen und habe mir aber gedacht, jetzt ist noch alles schön eingepackt und ich möchte es ja dann morgen gleich zum Stall mitnehmen. Ich habe mir gedacht, ich zeige euch jetzt einfach gleich, was ich gekauft habe. Und da wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß. Als allererstes habe ich mir bei dem Löster-Stand nochmal zwei von diesen pinken Eimer gekauft. Da habe ich ja schon einen daheim. Da kriegt die Fini momentan ihr Müsli draus. Und diese Gummieimer finde ich einfach echt mega, mega cool. Und bevor es es im Pink nicht mehr gibt, habe ich mir gedacht, nehme ich mir einfach nur mal zwei mit. Dann habe ich mir bei Löster noch gekauft ein rosanes T-Shirt mit Glitzerpailletten mit der Zahl 66 und ja, ich finde das total schön. Das glaube ich hat um die 13 Euro oder so gekostet und ich habe das habe ich dann nicht einmal probiert. Ich habe es dann einfach mitgenommen, weil ich mir gedacht habe, das ist einfach cool. Für diese Sachen habe ich 20 Euro bezahlt. Also mega cool, also es hat ja auch ein bisschen Rabatt gegeben. Es gibt ja immer so Spezialrabatte und Prozente und das ist ja immer dann ganz cool. Und wie gesagt, 20 Euro für die zwei Eimer und das T-Shirt habe ich für die Fini zugeschlagen. Das habe ich ja ein paar von euch schon zwar gehabt, die wo mir am Anfang getroffen haben, weil danach bin ich nämlich mit Sack und Pack ins Auto gegangen und habe Niki und meine Sachen alle ins Auto getragen, weil das einfach so viel Sache war. Und zwar habe ich für die Fini ein weiteres Eskadron-Häufter gekauft, beziehungsweise ein Set. Das war richtig cool, das war auch reduziert. Und wie man sieht, in schönen Mädchenfarben. Also da habe ich einfach nicht widerstehen können. Das ist jetzt nicht so direkt das Rosa, aber so ja Brombeer-Rosa-mäßig. Und ja, das hat es eben auch in dem Warmblut extra voll geben und deswegen haben wir gedacht, das muss einfach mit, weil das einfach auch nicht so oft der Fall ist, dass die in der großen Größe gibt. Und dazu den passenden Strick natürlich. Dieses coole Set habe ich 30 Euro bezahlt. Und mein vorletztes Teil, was ich gekauft habe, sind einmal so geschlossene Zügel von Brokamp. Das ist eine Flecht- und Seilerei. Da habe ich schon öfters auf der Internetseite ein bisschen rumgeschnurkt und die haben ganz coole Knotenhäufter und so Lead Ropes und Bodenseile und habe mir schon oft überlegt, ob ich was bestelle, aber habe es bisher nicht getan und die haben jetzt einen Stand gehabt, dann bin ich da vorbeigekommen und habe eben diese geschlossenen Zügel gesehen und ich wollte schon die ganze Zeit geschlossene Zügel und vor allem auch für meinen Wanderritt, weil ich da ja bald hingehe. Ich war ja schon öfters auf meinem Wanderritt und da haben oft so Mitreiter haben da geschlossene Zügel gehabt und das fand ich bisher immer ganz praktisch und ich habe mir gedacht, für diesen Wanderritt möchte ich auch geschlossene Zügel. Vorne zwei goldene Schnallen, so schaut das ganze Geflecht aus, also ich habe das so einen hellbraunen und dunkelbraunen Ton genommen, weil mir gedacht habe, das passt einfach zu meinen Kopfstücke und zu meinem Sattel am besten. Für die geschlossenen Zügel habe ich 35 Euro bezahlt. Mein letztes Teil, was ich gekauft habe, ist eine Soulhorse Marke. Die habe ich mir zum Schluss noch mitgenommen. Für meinen lieben Memphis habe ich mir eine goldene ausgesucht. Und zwar habe ich mir diese hier ausgesucht. Dein Hufschlag ist mein Herzschlag. Ja, die ist für meinen lieben Memphis eben in einem Goldton. Das fand ich ganz schön. Also ich habe mich zwischen dem Braun und dem Gold entschieden. Ich weiß noch nicht, ob ich die ans Sattel hidor oder ob ich die ans Kopfstück hidor. Ans Häufter wäre es nicht hidor, weil mit dem Häufter mache ich ja eigentlich nichts und das habe ich eigentlich auch nicht so oft dort und deswegen kommt es entweder
an meinen Sidepool oder an meinen Westernsattel. Muss ich mir einfach nur überlegen. Am Schluss waren wir noch beim Marstall Pferdefutter und da haben wir lieberweise eine Art Futterprobe gekriegt mit Müsli-Schüssel und einer Futterkelle. Sehr praktisch, weil da stehen nämlich die Maßangaben außen. Das finde ich einfach besser, wie wenn es innen stehen, weil ich habe ja da diese rosa nicht daheim und da stehen die innen und da kann man das ganz schlecht lesen. Und finde ich echt cool, dass wir die geschenkt gekriegt haben. Noch eine gelbe Müsli-Schüssel. Und zwar ist die gefüllt mit leckerem Müsli. Und zwar ist da drin der Marstall Naturell. Das ist quasi ein Naturmüsli, da ist auch nichts drin. Also da ist kein Hafer, keine Pellets und auch keine Melasse drin. Und ja, das riecht richtig lecker und schaut echt gut aus. Schauen wir mal. Genau, so schaut das Ganze aus. Dann einfach mal demnächst probieren und dann schauen wir mal, ob es denen jetzt was schmeckt. Wie gesagt, das haben wir geschenkt gekriegt von Marstall und ja, ich bin echt gespannt, wie Memphi und Fini das schmeckt. Das war es jetzt von meinem kleinen Haul. Also ich wollte eigentlich mir ein Sattelpad noch kaufen und vielleicht so ein paar Kleinigkeiten, aber westernmäßig war da leider gar nichts vertreten. Also ich habe auch mit ein paar Bekannte geredet und die haben eben auch gemeint, also mittlerweile ist halt das Working Equitation mehr vorn dabei und da waren jetzt auch nicht so viele Stände, aber halt ein paar und ja, westerntechnisch waren, ich glaube ein paar Sattler waren da, also wirklich nur Sättel geben und sonst halt nichts und ja, aber das macht ja nichts. Mal schauen, ob ich mir ein Pad noch bestelle oder ob ich einfach mal alles weiterverwende, das muss ich mir mal nur überlegen. Aber ansonsten freuen mich eigentlich meine Sachen alle echt, die wo ich mal gekauft habe. Und mir hat es echt richtig gut gefallen. Und ja, ich freue mich schon auf die nächste Messe. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben, schreibt vielleicht einen netten Kommentar. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Also, für euch!